Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir begrüßen uns alle ganz gegenseitig, ganz herzlich bei Dark Soll das. Jo, das ist das Spiel, das wir gerade spielen. Und wir haben in der letzten Folge so ein bisschen mit Lasern experimentiert. Haben wir schon ein paar Folgen vorher auch schon gemacht, aber sind immer noch beim Laser-Experimentieren dabei. So, jetzt kommt dieser Aufzug und wir schließen Wetten ab, wie viele Monster jetzt spawnen. Na? Jetzt gar keine? Ihr wollt mich doch verkackeiern. Oder? Okay. Der Laser ist da. Mutter, der Mann mit dem Laser ist da. Ah ja, ich sehe schon, was das hier nachher gibt. Da ist doch auch da drinnen irgendwo so einer. Oben, unten, oben, unten, unten, oben, oben, unten, unten, oben, 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 unten, 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 oben. Dann erstmal der oben. Ja. Ja, ach echt. Na. Na. Das ist gar nicht so einfach. Da, das Ding bewegt sich nämlich immer. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Wahrscheinlich, wenn er hinter dem anderen Kopf da steht. Ungefähr genau jetzt. Council refuses to admit it, but those of us who look, we see. We had to do something. An open attack on the Dark Kingdom would violate the treaty. What you're proposing is madness. Azrael, evil darkens every corner of creation. Heaven waits. The Council ties our hands. To question them is to question the Creator. Do you believe you know better? Yes, old friend. I do. When the seals are broken, Hell will send its chosen to declare battle rites. Their leaders will be gathered in one place, and there we will sever the head of the beast. The Hell Guard stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The kingdom of man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. There will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The pact is a sacred covenant. Even in victory, you will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the light, will you do this? No, Azrael. You old fool. Abaddon ordered the final seal not be harmed. He protected it himself. Are you certain? Without question. We dared not involve the horsemen. We never dreamed we would have to until it was too late. Yet I am to pay the price for your betrayal. Treason! War! You will root out all involved and make them pay! Starting with this one. No. Fool! You deny the will of the Council? You heard the Angel's confession. My service to the Council is ended. We made you. We own. I'm not done until you find the Destroyer and shut him down. Balance. Remember, get up.
Azrael lives until he stops being useful. After that, you will do your duty. Gleich. Lass mich erstmal ein Stück weggehen, damit du nicht mich vorhörst. Yes, yes, yes. Also, ganz kurz, ganz viel Story, die da jetzt gerade in der Zwischensequenz erzählt wurde. Also, Azrael hat sich so ein bisschen bei uns entschuldigt, gesagt, naja, es wäre auf jeden Fall, die Welt sei ein wenig im, das Universum sei irgendwie verdunkelt und böse. Der gute Abaddon, der ganz am Anfang gestorben ist, wenn wir uns zurückerinnern, der wollte alle Siegel bis auf eins brechen. Und dann würde man ja sozusagen diesen Endwar starten. Und dann würden sich alle bösen Dämonen an einer Stelle vereinen. Und er sagt, dann würden die Engel, die also bereitstehen, die Hellguard, würden dann hingehen und quasi, weil sie halt alle Bösen auf einem Fleck haben, das sehr schnell beenden, das diesen ganzen Krieg quasi sehr schnell auflösen. Beziehungsweise verhindern, dass überhaupt ein Krieg entsteht. Denn dadurch, dass sie eben alle Bösen auf einem Fleck haben, würden sie die halt auf die Schnelle ganz kurz um die Ecke bringen. Dann hieß es, das wäre ja trotzdem wohl irgendwie Verrat und der Rat würde das herausfinden. Woraufhin Abaddon gesagt hat, nee, wir werden die Siegel nämlich alle neu schmieden. Und wenn es dann am Ende darum geht, dass wir befragt werden, dann steht die Stimme des Himmels, der Engel, gegen die Stimme des Prinzen des Prinzen der Lügen. Das ist wohl der Oberbösewicht hier. Und dann könnte man als könnte der Charred Council also quasi ja nichts anderes tun, als den Engeln Glauben schenken. Dann haben wir auch gesehen, dass der gute wie hieß er denn noch? Doomhammer Kollege auch mitgeholfen hat. The Blackhammer, so hieß er, nicht Doomhammer. Wie komme ich denn auf Doomhammer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Blackhammer, dieser übergroße Riesenschotte, mit dem wir ein paar Tauben gepflückt haben. Der hat wohl Azrael eine Waffe gegeben, mit dem man dieses Siegel brechen kann. Dann hat er sehr wenig erfreut, zumindest so erschien es, das Siegel gebrochen, das eine, das sie da hatten. Und das letzte Siegel hat Abaddon wohl selbst protected. Angeblich sei das nie gebrochen worden. Und ja, wir sind jetzt diejenigen, die für diesen Verrat quasi bezahlen, den die Engel da begangen haben. Und das findet Krieg nicht so lustig, was ich ganz gut finde. Dann hat der Watcher, der da. The Angels hiding something. Let's free him, so we can find out what he knows. Ja, er jedenfalls hat dann gesagt, wir sollen Azrael umbringen, woraufhin Krieg sagte, nein, mein Dienst an euch ist beendet, denn offiziell hat jetzt er ja zugegeben, dass es nicht, dass quasi nicht Krieg schuld an der ganzen Nummer ist, dass der nicht zu früh losgeritten ist, sondern dass die halt mit den Siegeln gespielt haben, was sie nicht hätten dürfen. Und daraufhin hat der Watcher nochmal klar gemacht, dass der Council ihn erschaffen hat und dass der Council Macht über ihn hat. Und wir sollen jetzt erstmal trotz allem Strager umnieten und zur Gerechtigkeit bringen. So. Ja. Haben wir verstanden. Wie kommen wir denn jetzt noch weiter nach oben? Wir müssen jetzt ganz oben irgendwie was machen. Erstmal wieder flup, flup. Ich hoffe, dass wir nach diesem Dungeon nochmal eine Gelegenheit haben werden, in der Außenwelt rumzulaufen, denn dieses Portal-Beam-Ding, das wir jetzt die ganze Zeit benutzen, das erscheint mir hochgradig nützlich und ist bestimmt auch in... Oh, da ist auch noch eine Schatzkiste und da ist auch noch eine Schatzkiste, die wir nicht gesehen haben. Moment... da ist noch ein Soldiers-Artefakt, aber da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Hier sind ganz, ganz viele Sachen, die wir noch übersehen haben. Ich gehe jetzt erstmal... Ach so, das wird der Weg da oben sein, ne? Oder der hier unten. Ja, ist ja gut. Ich muss erstmal Schatzkisten suchen.
die Schatzkiste hier oben drüber ist nicht so wichtig. Hier ist aber wohl eine Schatzkiste, dahinter war doch eine, ne? Ja. Meine Herren, habe ich hier wieder viele Schatzkisten noch nicht gesehen. Gleich bin ich bei dir. Zack. Erstmal gehen wir nochmal hier lang. Hier links soll eine Schatzkiste sich verstecken. Hier so. Ah, da oben. Ach so, aha, okay. Mhm, ich sehe. Kommst du runter, sehr schön. Dann wahrscheinlich mit aufgeladenem Beam hier oben rein. Haben wir irgendwo ein Beamportal hier, jawohl. Zack. Oh, das ist auch eine schöne Schatzkiste. Was gibt's denn da? Eine Karte, alles klar. Haben wir hier in dieser Richtung noch was? Nö. Hier, diese Ebene, da waren wir quasi auch schon. Ich weiß, wo das ist. Also ich ahne, welcher Raum das ist. Diese Räume, die wir noch nicht betreten haben, okay, da kommen wir wahrscheinlich gleich hin. Aber da können wir schon hin. Ich glaube, das ist nämlich der Raum, wo wir vorhin dieses blöde Teleporter-Rätsel mit dem Durchlaufen hatten. Da haben wir eine Gegend übersehen. Das müssen wir auch noch ändern. Nein, nein, nein. Übersehene Schatzkisten, das kann die Ente nicht haben, das wisst ihr. Da lang. Dann erstmal zurück zu Azrael. One final being and I will be free. Ja, schön. Ich bin mir nicht sicher, ob du das verdient hast. Du Lümmel. Was ist denn das hier geiles? Kann ich hier mit einem Beam, Super Beam irgendwie super geil rausschießen oder so? Ja, Tatsache. Nein! Da bin ich nochmal rein. Ah ja, jetzt geht's. Aha. Ich will aber eigentlich gar nicht da jetzt weiter. Ich will erst nochmal wieder ein Stück zurück. Huch. Oh, hinter dieser Schatzkiste lauert eine Tür, genau. Oh, hinter dieser Schatzkiste lauert eine Tür und ein Artefakt, aber erst will ich eigentlich hier wieder hin. Wir machen erstmal schnell einen Umweg. Das war extrem witzig. Und extrem nutzlos gleichermaßen. Schön. Das war vielleicht gar nicht so klug, da oben so ein Power-Beam reinzusetzen. Hat sich Krieg auch gedacht, alles klar. Und hat deswegen den Powerbeam gar nicht benutzt. Ah, wieso war das? Achso, das war meine Schuld, ich bin auf den falschen Button gekommen. Yep. Oh, der nervt ein bisschen, der Kollege, ne? Ist hier voll der Assi. Macht hier voll die Scheiße, reitet uns also quasi in diese ganze Geschichte, die jetzt hier irgendwie läuft, rein. Und jetzt heult er dann auch noch die ganze Zeit rum. Also, das kann ich ja nun gar nicht haben. Jetzt will ich erst nochmal schnell hier oben rein. Komme ich von hier aus da ran? Nee, komme ich nicht. Ist nicht gut genug. Derpy derp. One final beam and I will be free. Kollege, wissen wir? Sind wir dran? Aber vielleicht ein bisschen mehr, ne? Mal ein bisschen weniger so auf die Kacke hauen. Und mal ein bisschen mehr. Ich hätte jetzt fast Menschlichkeit gesagt, aber es ist ein Engel, ne? Ein bisschen mehr Staccato machen, so. So, jetzt müssen wir hier wieder hochfahren. Hoffentlich kommen nicht wieder Monster, nur weil wir nach oben fahren. Und hoffentlich fährt er wieder schnell und nicht langsam. Der ist ja hoch, relativ langsam gefahren das letzte Mal. Ne, geht jetzt schneller, alles gut. Hui. Können wir noch ein bisschen unsere Kunststückchen üben. Hui, jupp. Hui, jupp. Hui, jupp. Schöne Special Effects. Jupp. So. Komm. Danke, ich gehe schon mal vor. Kann ich nicht. Unsichtbare Mauern. So. Vorgehen. Hier ist der Raum. Und da haben wir rechts irgendwo eine Schatzkiste übersehen, oder? Nein, nicht rechts, sondern links.
Ah ja, ich erinnere mich, da war dieser eine Raum, wo so ein Beam rein konnte, wo wir nicht rankamen mit unserem Beam von der Reichweite her. Das muss ich mir nochmal angucken. Daran erinnere ich mich jetzt gerade wieder. Das wollte ich mir nochmal angucken. Angucken, da ist eine Tür im Weg angeblich. Hauptsache das Portal bleibt drin. Hauptsache das eine Portal bleibt da drin. So. Ah, das lohnt sich auch. Ist eine gute Kiste. Ist eine gute Schatzkiste. Plünk. Oh, die müssen wir auch erst die Tür wieder aufmachen, wa? Ah, da kam man tatsächlich nicht rein, gelaufen, sondern nur... Ah. Nein. Nein, Ente ist nicht unvorsichtig. Wie kommt ihr da drauf? Das ist aber auch etwas ätzend hier, muss man dann mal zugeben. Aber noch eine Schatzkiste mehr gesichert. Die oberen, denke ich, werden wir alle kriegen, wenn wir jetzt da hinkommen in der Ebene. Hier ist nochmal spannend herauszufinden. Ist das der Anfang da links? Wir gucken da nochmal, wenn wir gleich wieder da sind. Hup. Hup. Und hup. Da wiegt schon mal den da. Ah, das geht dann. Können wir abkürzen. Hallo? Lieber Krieg, ich sagte abkürzen, nicht runterfallen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zwei grundsätzlich sehr verschiedene Dinge. Ja, aber einen weiteren Zornsplitter haben wir auch schon mal. Das ist doch geil. Habe ich Bock drauf. Finde ich gut. So. Aktion. So ein Hordeseeker ist echt schon praktisch. Ich hätte echt gern Hordeseeker für die ganze Welt. Also so ein Overall Hordeseeker. Das wäre schon schön. So, wir fahren nochmal sehr elegant hier mit dem Aufzug runter. Fehlt so eine Aufzugsmelodie. Gut, passt zu dem Aufzug jetzt nicht so geil, aber schon irgendwie ein bisschen. Ach so, ja, jetzt sind wir auch noch auf der Hochebene. Huch. Also wir sind quasi eine Ebene oben drüber. Wir können von hier direkt noch eine nach unten. Die Tür ist da aber zu offiziell. Die Tür, die ist rot. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich ja nochmal hin und dann geht es da am Ende hier den Weg nach oben geben, schätze ich. So ganz blicke ich die Karte hier auf jeden Fall noch nicht. Naja, auf jeden Fall wollen wir wahrscheinlich erstmal jetzt nach oben. Hui! Ach echt, meinst du? Könnte es sein, dass du nur noch einen einzigen Beam brauchst und dann bist du frei? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir vor allen Dingen nicht sicher, ob du so wirklich frei bist danach oder ob es danach dann irgendwie den Order von Council gibt, dass ich dich umboxe. Was ich ehrlich gesagt im Moment gar nicht so unbedingt einsehe. Krieg ja auch nicht. Krieg sagt, naja, du hast dein Geständnis abgelegt, den Rest überlasse ich dem Council, aber ja. Hui! Gar nicht übertriebener Entrance. Da oben geht es, glaube ich, noch ein Stück weiter. Aber okay, erstmal hier lang und Schatzkisten sammeln. Und Artefakte sammeln. Arte Schatzkisten. Ach so, ja, das ist ja... Why? Naja, ganz so einfach ist das wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwie tricky. Wie mache ich denn das? Ah, so ungefähr. Einfach ein bisschen die entsprechende Taste hämmern. Also die Sprungtaste in diesem Fall. So, was geht hier? Mhm. Das Spiel schon wieder.
mal Lucky Lucky. Das ist der Kollege, den wir gerade benutzt haben. Glaube ich. Ja, muss es ja das einzige. So, das war jetzt nicht so klug. Huha. Ah, ich habe eine Idee, wie es eigentlich laufen müsste. Nochmal das. Hey. Das war nicht das, was ich wollte. Ich habe nur mal was probiert. Na gut, aber ich würde sagen, liebe Leute, diese Folge ist schon wieder zu Ende. Ich bin die Zementente, liebe Leute. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der bisherigen Folge. Wenn dem so war, gerne Daumen nach oben, Abo dalassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.